Hallo zusammen, ich habe gedacht, ich spreche jetzt einfach mal ein bisschen über die Zeit hier in Guatemala, besonders über die Zeit in Antigua. Und zwar bin ich jetzt schon seit circa 2,5 Wochen in Antigua und besuche hier eine Sprachschule. Und ich kann euch sagen, die Schule ist auf jeden Fall gut, eine Zeit lang mal wieder an einem Platz zu sein. Ich bin hier in so einer Art Studentenhaus, wo wir bekocht werden und wo wir auch mit der Hausmutter so ein bisschen sprechen können in Spanisch und so weiter. Ich bin hier gekommen mit nada Spanisch. Ich bin zwar durch Kuba und Mexiko schon gereist, aber ich habe mich mehr mit Händen und Füßen verständigt oder in Englisch und bin hier gekommen mit keinem Wort Englisch, keinem Wort Spanisch. Und ja, jetzt mache ich das Ganze seit circa 2,5 Wochen. Ich kann immer noch nicht wirklich komplette Sätze sprechen. Aber ich glaube, das ist so ein Ding von mir aus, weil ich halt einfach die Wörter nicht so schnell behalten kann. Und das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Und die Satzstruktur halt auch im Spanischen einfach ganz anders ist, irgendwie wie im Deutschen. Und da blicke ich noch nicht so ganz durch, muss ich sagen. Ansonsten hat sich das auf jeden Fall gelohnt, Antigua als Homebase zu nehmen. Ich bin jetzt für ein Wochenende auch in Lake Antigua gewesen, was ihr schon gesehen habt. Werde jetzt dieses Wochenende nach Samuk Champey fahren. Und brauche halt, kann meinen Koffer nicht mitschleppen. Ich kann nur mit einer kleinen Tasche fahren. Und das ist halt super, super angenehm. Deswegen, das kann ich einfach nur empfehlen. Macht das. Das Ganze kostet mich hier pro Woche 150 €. Das heißt Unterkunft, Essen, drei Meals am Tag. Das heißt Frühstück, Abend, Mittagessen, Abendessen. Und Wasser. Plus halt 5 Stunden täglich. Nee, beziehungsweise jetzt habe ich 4 Stunden gebucht. 4 Stunden täglich, 5 Tage die Woche, Spanischunterricht. Und das ist aber Einzelunterricht und nicht in der Gruppe. Und das für 150 € die Woche. Na, da kann man wirklich nichts zu sagen. Ansonsten ist Antigua als Ort ziemlich geil, weil es sind viele Cafés, es sind natürlich viele Studenten auch einfach hier, die Spanisch lernen wollen, viele Clubs und Bars und das Essen ist super überall. Das ist ziemlich schwierig, wenn man dann schon hier bekocht wird. Ansonsten ist das Wetter ziemlich kacke und also es wechselt, man ist morgens am oder nachts am Frieren, man steht morgens auf mit langen Klamotten, 10 Minuten später ist man schon wieder am Schwitzen. Dann regnet das irgendwie für 1,5 Stunden flutartig. Ich hatte richtige Probleme mit der Altitude, also mit der Höhe einfach, weil Antigua liegt, glaube ich, auf 1300 Metern. Und das ist mir vorher nicht so bewusst gewesen. Ich war vorher noch nicht so in den Höhen. Und ich hatte 2 Wochen lang durchgehend Kopfschmerzen, was auch mit Sicherheit damit zusammenhing, dass das Wetter auch einfach wechselt andauernd und die Höhe dazu. Das heißt, ich hatte keine Energie, ich war dauernd müde, ich hatte nur Kopfschmerzen. Das heißt, ich habe nichts in meine Birne bekommen. Deswegen bin ich auch wahrscheinlich noch nicht so gut in Spanisch. Und habe mich halt auch mega gestresst dann, weil einfach nichts geklappt hat. Deswegen kann ich euch empfehlen, macht euch da ein bisschen schlau drüber. Viel, viel trinken auf jeden Fall, wenn ihr hier hinkommt. Vorher schon mal und gegebenenfalls Aspirin oder Ibuprofen nehmen. Viele haben das halt nur so für 3 Tage, eine Woche. Bei mir hat es halt irgendwie länger gedauert, warum auch immer. So, ja, ansonsten, was kann man zu Antigua sagen? Es ist nicht groß. Man ist innerhalb von 15 Minuten im Center. Man hat innerhalb von einer halben Stunde ist man einmal so komplett durch Antigua gelaufen, circa. Ich war hier zu Semana Santa, mit den Blumenteppichen und so weiter und so fort. Das kann ich empfehlen, weil es ist mega voll. Und macht nicht die Prozession mit nachts um 3. Das lohnt sich nicht, dafür aufzustehen. Hier gibt es so viele Prozessionen über die anderen Tage. Aber sollte auf jeden Fall auf einer Bucketlist sein, wenn ihr in Guatemala seid und zu der Zeit, macht auf jeden Fall Antigua, weil das ist super sehenswert, sich das anzugucken. Guatemala ist halt ein rein katholisches Land. Die sind da halt echt crazy drüber. Und das muss man sich halt schon mal geben. So. Ja, ansonsten habe ich heute nochmal verlängert, auf jeden Fall für 1 Woche. Ich werde wahrscheinlich nochmal 1 Woche dran hängen, sodass ich insgesamt für 5 Wochen in Antigua bleiben werde. Und danach geht's für mich natürlich noch weiter. Wobei sich meine Reise auch schon bald irgendwie dem Ende nähert. Und
mit jeder Woche wird das Geld weniger. Das ist ganz, ganz traurig. Aber ja, so ist das Leben. Und ihr könnt mich aber auf jeden Fall noch in der nächsten Zeit begleiten und schauen, wo es für mich hingeht. Ich werde definitiv noch in circa 3 oder 4 Länder fahren, fliegen. Dabei ist ein neues und wahrscheinlich 2 oder 3 ältere, die ich schon bereist habe, wo es aber für mich nochmal zurückgeht, weil ich noch was nicht gesehen habe und was sehen möchte. Aber das, wie gesagt, könnt ihr hier auf dem Kanal verfolgen. Und dann hoffe ich, dass ihr Spaß dabei habt. Und dann halte ich euch natürlich wie immer auf dem Laufenden. Und dann sehen wir uns bald. Bis dann. Ciao.